Ja, Freunde, in Zeiten, wo es nur noch um Kriegstreiberei in diesem Land geht und Deutschland die Aufgabe der Vermittlung völlig verpennt hat, machen wir uns auf zu Erika Schirmer, seinerzeit Kindergärtnerin, hat damals ein Lied geschrieben, das wir in Kindertagen schon aus voller Brust und Überzeugung gesungen haben. Die Frau ist mittlerweile 97 Jahre alt. Ihr Lied für den Frieden ist längst zum Welthit geworden. Wir haben die Erika Schirmer angerufen. Sie hat uns herzlichst empfangen und wir dürfen mit ihr ein tiefgehendes Gespräch führen. Das Interview hat uns einige Tage noch später beschäftigt und bewegt. Ich bitte euch, guckt euch diesen Film von vorne bis hinten an, zerreißt ihn nicht, indem er da hin und her wischt. Guckt euch diese Frau an, guckt in diese Augen, ja, wie die bei bestimmten Themen anfangen zu glänzen. Und es ist einfach herrlich, wenn man sich mit so einem Menschen, der normale Gedanken hat, wie wir eigentlich alle, sich so austauschen kann. Ja, und man versteht nicht, dass das hier in Deutschland nur noch um Krieg und um Waffen geht. Ja. Vorneweg so ein kleiner Einspieler von der Erika, von ihrem Lied. Danach spielen wir das Lied, um was es geht. Und dann gehen wir in das Interview. Frau Schirmer, dieses Lied, Kleine Weiße Friedenszaube, können wir das auf unserem Event spielen? Ja, ja, da haben wir Irene, oder? Ja. Aber nicht den Text verändern. Nein, wir nehmen das originale Lied. Denn ich habe auch schon Zugschriften bekommen, da haben die meinen Text verändert. Nein. Da gibt es ja die originale Aufnahme, wo ein Pioniere das singen und die, also die wo wir auch alle stramm dazu stehen. Und alle singen. Vier Verse. Und da sind genau. Das war ja eigentlich auch interessant, das kann ich noch. Und da sind wir auch textsicher. Ich habe ja mit dem zweiten Vers angefangen. Ich sah die Taube und da habe ich sofort innerlich gesagt, nun flieg doch los. Ja. Bleib nicht sitzen, ja. Bring doch den Menschen Frieden. Ja. Ja. Das war ja der erste. Du sollst fliegen, ja. Friedenstaube. Allen sagt es dir, dass nie wieder Krieg wir wollen. Mhm. Frieden wollen wir. Das war ja mein erster Vers. Ja. Nicht? Und später habe ich dann erst die anderen gesungen. Und wenn ich, in Australien wird es gesungen, in Finnland wird es gesungen, ich habe die Übersetzungen, in Kenia, ach, ich könnte Stunden. Aber das ist doch so schön, oder? Ja. Und da sehen Sie, wie brandaktuell dieses Thema auch ist und wie die Menschen sich auch alle danach sehen. Ja. Es ist heute noch genauso traurigerweise wie zu der Zeit, als Sie das Lied geschrieben haben. Ja. Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Allen Menschen, großen, kleinen, bist du wohl bekannt. Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal. Bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal. Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück. Kleine So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Musik- und Friedenslegende. Ich bringe Ihren Termin vorbei. Bitte? Sie haben heute den Termin gemacht für euch. Hallöchen. Hallo. Bleiben Sie sitzen. Liebe Lars Hilly. Ziehen Sie mich ein. Wir haben uns angemeldet für heute bei Ihnen. Hallo Frau Schirmer, eine große Ehre. Danke. Ja, so. Und wie war Ihre Fahrt? War alles wunderbar. Ich bin schneebeglitten begleitet. Ach ja. Ja, oben, ganz oben haben wir Schneeflocken gesehen. Wir hatten hier gedacht, der Sonnenhof, da können wir uns hier noch ein bisschen in eine Sonnenliege legen draußen. Also, wir hatten bisher durchwachsenes Wetter: Kalt, Regen, Sturm. Ja. Ja. Also, so ein Frühjahr. So ein Frühjahr habe ich noch nicht miterlebt. Also das war dies ja bei uns. Wir sind ja auf der anderen Seite vom Harz. Ja. Mhm. Sowas hatte ich auch noch nicht. Ich bin auch schon ein paar Tage älter, aber Sie sind immer noch ein leuchtendes Vorbild. Da habe ich noch einige Jahre zu absolvieren. Wie geht's Ihnen gut? Wie schon fast mit 100 Jahren.
da ist nicht mehr alles in Ordnung. Das ist aber ganz normal. Ja, das wollte ich sagen, aber es ist aber alles schön und gut, so wie man sehen kann. Ja. Ich bin zufrieden. Ja, wir sind, fühlen uns geehrt, dass Sie uns hier heute ein bisschen Zeit opfern. Und es ist ja unsere Geschichte mit Ihnen. Wir wussten das ja in der DDR-Zeit gar nicht, was wir für eine Leuchte in unserer Nachbarschaft haben. Aber meine Frau ist Kindergärtnerin. Die ist auch etwas über 80 wie ich. Und die hat ihr Lied natürlich 100-mal im Jahr getrillert mit den Kindern. Bei jeder Gelegenheit wurde dieses Lied gesungen. Und wie gesagt, es hat eigentlich gar keiner so richtig gewusst, wo es herkommt. Das ist uns eigentlich jetzt erst alles richtig bekannt geworden. Mhm. Ja. Haben Sie eine große Heldentat vollbracht für die Menschheit. Und es ist heute und hat heute noch mehr Bedeutung denn je, oder? Das auf jeden Fall. Das ist verrückt, oder? Dass die Menschen nicht vernünftig werden, ja. Das ist so schlimm anzusehen, ja. Einfach nur traurig. Und wir haben das damals in der DDR, da haben sie uns das dreimal am Tag Frieden erklärt und dass wir alle Frieden miteinander halten müssen. Ja. Oder als Kinder schon, ja. Und da haben wir das Lied gesungen, ja. Und heute erzählt jeder nur noch von Krieg, ja. Das ist doch so schlimm, oder? Aber wissen Sie, es ist für mich eigentlich eine ganz große Freude, wenn ich so viel Post anrufe und bekomme von Leuten von weit her, die sagen, wir haben ihr Lied. Und wir singen und sie haben Hoffnung. Ja. Das ist doch wunderbar. Was Besseres kann man mir gar nicht sagen. Ja, das ist doch schön. Also schlimm, dass die Leute, die das Ruder in der Hand haben. Mein Vater ist im Krieg im Leben. Meine Mutter hat da 70 Jahre drunter gelitten. Ja, meine Mutter ist 95 geworden. Ja. Und da waren immer die Gespräche wieder, wie wäre wohl alles gekommen, wenn Papa aus dem Krieg wieder gekommen wäre. Wir schlagen wieder die Leute tot. Ja. Und angeblich kann keiner was gegen tun. Ja, ja. Das ist sowas von schlimm. Und, wir haben so viele andere Probleme auf dieser Welt, wo der Mensch nichts gegen tun kann. Ja? Aber da noch zusätzlich sowas zu machen, also es tut mir immer in der Seele weh. Und das habe ich gestern gerade gedacht. Ich sage, die da totgeschlagen werden, die sind für immer tot, nicht für 14 Tage. Genau, das ist richtig. Ja? Ja. Die sind für immer tot. Ne? Und da macht sich gar keiner die tiefgründigen Gedanken zu unserer Zeit. Das werden Sie ja noch besser wissen als ich. In unserer Klasse, wir waren 34 Kinder, da waren die Hälfte, die hatten keinen Vater mehr. Das war ganz normal damals nach dem Krieg. Da hat gar keiner so gesprochen um alleinerziehende Mütter oder sowas. Da hat es keinen Vater und da war das erledigt. Ja. Also, ich habe es ja auch gar nicht mitgekriegt. Mein Vater ist gefallen, da war ich ein Jahr alt, also da habe ich keine Erinnerungen mehr dran. Ja. Aber meine Mutter, die hat da doch nicht drunter gelitten. Und hat auch dann noch mal geheiratet später, in den 60er Jahren, was auch damals schlimm war. Ja. Mein Onkel, der hat sich von uns losgesagt, weil meine Mutter angeblich nicht auf meinen Vater warten konnte, ja, weil ja auch viele eine Todesanzeige gekriegt haben und dann sind die Männer noch gekommen. Ne. Dann müssen wir mal überlegen, was die Frauen so ausgehalten haben. Ja. Und dann natürlich sowas zu vollbringen wie Sie, dass Sie sagen, jetzt nehme ich mir einfach einen Bleistift und schreibe das mal auf. Ja. Den Gedanke, den ich habe bei dem Bild, das ist, glaube ich, das Bild ist, glaube ich, von Picasso, oder wer hat das ja mal, die Friedenstaube, ne? Mhm. Ja. Also, es ist für mich, und wir machen bei uns im Museum auch viele Führungen. Ne? Ja, erzählen Sie mir mal, Blechschmiede, was heißt denn das? Bikeschmiede, Motorrad, Motorräder und Fahrrad. Ach, deshalb. Und wir haben das größte Motorrad der Welt gebaut und auch aus lauter Kriegsteilen. Mhm. Und um für einen Frieden ein Monument zu setzen und zu sagen, mit dem ganzen Kriegsscheiß kann man auch ein bisschen was Vernünftiges bauen, zum Beispiel große Spielzeuge für große Jungs. Das war so unsere Intention damals. Und da haben wir den Weltrekord drauf gemacht und deswegen machen wir jedes Jahr so ein großes Bikeschmiede-Festival, wo wir dieses große Motorrad dann auch mal präsentieren und da auch Friedensdaumen fliegen lassen. Und wir hatten auch schon Teve Schuhe als Paten da, der hat als Taufpaten, der hat unser Motorrad mit getauft damals, weil wir das alles unter dem Aufhänger Frieden, weil es einfach das Wichtigste auf der Welt ist. Ja. Und da lassen wir den Friedensdaumen fliegen und dieses Jahr, wie gesagt, haben wir uns überlegt, ob wir das vielleicht, da sie noch so schön rüstig sind, dass man das mit ihnen vielleicht zusammen mal machen kann, da ein paar Friedensdaumen fliegen lassen kann oder so. Das, also im Moment sind diese Veranstaltungen also überall, also von überall. Aber es ist schön, ja. Wir hatten auch jetzt in Nordhausen, aber ich sage Ihnen, ich mache nicht mehr mit. Mhm.
Das kann ich einfach nicht mehr. Das heißt, ich kann, ich könnte, ich habe ja mein Auto hier. Aber ich sag mir, so ein alter Mensch gehört nicht mehr in die Öffentlichkeit. Ach, ne, das stimmt nicht. Und deshalb, also, da muss ich deshalb, widersprechen. Ich habe im Moment auch sehr viel mit meinem Blutdruck zu tun. Das ist nicht gesund, das ist eine andere Sache. Ja, aber letzten Endes, wer anders als Sie oder ich oder ältere Leute will denn die Wahrheit verkünden? Die Jungen machen es doch nicht. Ja, aber meine Botschaft, die fliegt ja seit 75 Jahren. Ja, das ist richtig. Das aber stimmt. Die Frage ist ja, wenn das nochmal untersetzt wird, dass man da ein Bild dazu hat, eine Person dazu hat, da ist das ja noch viel, viel fundamentierter, als wenn da jetzt nur das Ding im Radio gespielt wird oder was weiß ich. Als wenn man dann wahrhaftig sieht, da ist der Mensch, der hat das aus seinem Kopf rausgeholt, sondern der hat was anderes im Kopf gehabt, nämlich ein paar humane Gedanken, ein ehrliches Gefühl, was er einfach raus wollte. Ja, ich erzähle ja nur das, was ich in meinem Leben erlebt habe und wie ich mein Vaterland heute sehe, eine Katastrophe. Ja. Und ich sage das in der Woche 20 Mal. Leute, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Bei dem ganzen vermeintlichen Wohlstand kann ich nicht erkennen, dass die Menschheit glücklicher wird. Und dann ist doch alles für umsonst gewesen. Ja? Und meine Frau ist Kindergärtnerin, die sitzt manchmal vor dem Fernsehapparat, wischt sich die Träne aus dem Auge und sagt, was soll aus den Kindern werden, wenn denen keiner sagt, wo der Weg lang geht. Mit aller Konsequenz. Ja, ja. Nicht, ob du das willst, sondern da geht der Weg lang. Ja? Es läuft zu viel schief. Das ist wahr. Ja, wir haben alle drei Kindergärtnerinnen. Also wir beide haben auch eine Kindergärtnerin zu Hause. Ja. Und deswegen wissen wir auch so ein bisschen, ne? Die machen das auch mit Herzblut, ja. Und aber die sagen auch, das hat sich alles so verändert. Die Eltern, die Kinder, ja, das ist alles so verrückt geworden. Und auch die Rechtslage. Diesem System, ja. Und darum sage ich, solche Stimmen wie Ihre und die alten, älteren Leute, die noch die, alle Tassen im Schrank haben, das muss man ja auch voller Stolz sagen können, nicht? Wenn sie da noch alles auch noch wissen und auch noch die Zusammenhänge herstellen können, ja, und auch eine gewisse Werteempfindung dabei haben. Das ist ein Schatz, ja. Das ist ein Schatz und der ist schon wichtig, dass da noch mal einer was sagt. Naja, also dazu muss ich Ihnen sagen, ich bin, so alt ich bin, stille bin ich nicht. Naja, das habe ich schon. Davor gebe ich meinen Kommentar ab und zwar nicht etwa hintenrum, sondern ganz deutlich. Ja, das ist schön. Und ich habe auch schon jetzt wieder für meine letzten Veranstaltungen, habe ich wieder große Gedichte geschrieben, die werden vorgetragen. Sie können eins mitnehmen, das gebe ich Ihnen gerne. Gerne. Und sehr gut angekommen. Und am 1. Mai, jetzt haben wir hier in Ilfeld auch eine ganz große Friedensveranstaltung, die ich nicht mehr weiß. Ich würde Ihnen das gerne mal zeigen, damit Sie mal nur mal so einen Eindruck haben, was wir da machen. Ja, wir haben hier so ein Video darüber auch. Können Sie das erkennen? Ich mache das ja, mal. Ja. Das größte Motorrad der Welt können Sie an diesem Wochenende in Philly beim Harzer Bike Schmiede Festival bestaunen. Dafür haben Tilo und Wilfried Niebel ihr Technikmuseum geöffnet. Highlight ist dieses größte Motorrad der Welt mit 4 Tonnen Gesamtgewicht. Besteht durchweg aus alten Militärgegenständen. Und zwar aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Bundeswehr, Volksarmee, Rote Armee und US-Armee. Übrigens, der Motor stammt aus einem alten sowjetischen Panzer. Und das sind so, das ist die Veranstaltung jetzt. Das ist so reingeblendet. Und da fahren wir mit dem Motorrad dann raus. Und da würden wir Sie mitnehmen im Beiwagen. Noch vor einem Jahr wäre ich mit Freuden mitgefahren. Ja, aber vielleicht können wir Sie noch überreden, wenn wir Sie abholen oder so. Gucken Sie mal. Und jetzt hier, wenn wir jetzt das Motorrad... Oh. Und da kommen wir jetzt mit einer... haben wir eine große Plane drüber und dann zur Nationalhymne der DDR ziehen wir das dann alles runter, auferstanden aus Ruinen. Mhm. Hören Sie hier. Das ist ja wirklich beeindruckend. Hoho. Oh. Ach, ja, wirklich. Hoho.
Und auch ganz viele Menschen dann da immer. Oh, das ist ja eine Zuschauermenge. Nee. Da sind natürlich immer erfreut, dass sich doch viele Leute für die Hinterlassenschaft hier auf Fremdbahn interessieren. Können Sie es verstehen, ja? Ja, ja. Und ich würde mich freuen, wenn jeder Bajedant mit nach Hause hinblinkt. Erstens, wir müssen weg von dem Krempel kaufen und wegschmeißen. Zweitens mal, wir sollten uns überlegen, wir leben nicht vom iPhone, wir leben auch nicht vom Mercedes. Wir leben immer noch vom Bauern. Der nächste Punkt ist, wir würden es eventuell schaffen, weiterzuleben, wenn das Gesundheitswesen funktionieren würde. Ein Applaus für das Gesundheitswesen. Für die Letzten, die sich darauf durchkämpfen. Es ist ein Trauerspiel, Leute. Es hat alles mal funktioniert und auf einmal ist alles am Boden, ne? Und wir werden es erst merken, wie die alten Indianer gesagt haben, wenn der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr merken, Geld kann man nicht essen. Und keinem würde ein Stein aus der Krone brechen, wenn er für einen Liter Milch 50 Pfennig mehr gibt und für ein Stück Fleisch einen Euro mehr. Wir geben es aus für Smartphone, für Talala, für alten Schnatter. Und beim Bauern wollen wir sparen. Ne? Wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns vielleicht noch mal wieder. Viel Spaß. So, und jetzt beginnen wir dann mit der Show. Ja, nochmal einen Riesenapplaus an meinen Papa hier. 81 Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Freunde, hier steht er nun vor dem mächtigsten und schwersten Motorrad der Welt, dem Guinness Weltrekord entstand die Idee. Aber mit dem sind sie nicht hier. Nee. Den legendären russischen Kampfpanzer T-55, den wir also angeboten gekriegt haben, wo wir gesagt haben, lass uns einfach mal versuchen, zu dem Motor passend Motorrad zu entwickeln und zu konstruieren. Mit dieser Idee haben wir uns ein Jahr lang ungefähr 5000 Stunden in unserer Werkstatt versteckt. Leitgedanke war gewesen, wir wollten nur militärische Sachen verbauen. Das heißt also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Bundeswehr, Volksarmee, Rote Armee, US-Armee, alles an diesem Motorrad verbaut, sollte ganz einfach unser Beitrag für die Abrüstung, für den Frieden in der Welt sein. Wir wollten zeigen, dass man mit dem ganzen Kriegsscheiß auch sinnvolle Sachen machen kann. Zum Beispiel große Spielzeuge für große Jungs. Leider haben wir nicht alle Panzer erwischen können, muss man auch ganz klar sagen, dass wir heute wieder so einen Blödsinn damit machen. Ja, Weltrekord war gar nicht eingeplant, eine der vielen positiven Randerscheinungen des Ganzen. Wir haben eine Heizanlage dran, um den Motor überhaupt ein bisschen bei Laune und bei Temperatur zu halten. Ja, wir sind also da reingebrummt, haben unsere Urkunde, unsere Medaille fürs mächtigste und schwerste Motorrad der Welt gekriegt, den Guinness-Weltrekord, den wir bis heute halten. Aber das ist doch wirklich gewaltig. Ja, das freuen wir uns auch. Gewaltig. Das Monster jetzt hier auch mal gemeinsam zu zünden. Können wir doch mal machen. Also, warte, warte mal. Derart beeindruckend. Ja, und jetzt, wenn wir die Friedenstaumen, und doch viele, die weinen, ja, also wenn wir die Friedenstaumen dann fliegen lassen, dazu, ja, zu diesem, über diesem Motorrad, dann, wenn die dann durchstarten, ja. Und das kommt jetzt auch noch als nächstes, haben bloß, die machen bloß immer eine Werbung dazwischen, ja. Und dieser Befehl muss ich ausführen bis an bittere Ende. Und wir können hier nicht einfach Gaselöl oder irgendwie E10 und E7 auffüllen. Muss Diesel aus russischer Erde muss sein. Und wir haben einen Transport organisiert. Kameraden von deutsche Beitschmiede in Zivil mit russisches Herz
und deutscher Verstand ein schönes Motorrad gemacht. Sind wir stolz, dass wir dürfen diese Motorrad beliefern. Ich muss Signal geben, damit Ivan hört, wo er hin muss. Das ist mein Junge, mein Sohn, der da jetzt reinkommt. Mit Spezialtransport. Aber sie sind ja noch derart lebendig. Das ist ja. Ich bin ja auch erst 80. Wir befüllen mit Spezialtransporter, mit dem Spezialdiesel. Wir bringen unsere ganze Windkraftanlage in Gang und tanken unser eigen produzierte grüne Wasserstoff. Na, lassen wir jetzt die Friedensdaum fliegen. Mhm. In dieser Welt mit allen Verrückten, die sich hier gegenseitig bekriegen. Und da hätten wir sie gern dabei. Ja, wir wollen nicht zu sehr in das Thema abdriften, es ist schlimm, heute einzusehen, ja, dass mein 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg es nicht schafft, sich einfach mal einen Tisch zusammenzusetzen und zu vermitteln, wie wir schneiden das Freundschaftsband nach Russland für alle Zeiten durch. Und was mit den anderen wird, wissen wir auch noch nicht genau. Ganz schlimm, aber wir wollen es nicht vertiefen. Wir hoffen nur, wir haben unsere Friedenstaugen fliegen lassen, dass sie ihren Job machen. Eine Minute in sich zu gehen, eine Gedenkminute für Gorbatschow abzuhalten. Er hat es geschafft, die Wiedervereinigung Deutschlands zu ermöglichen. Er hat es geschafft, in ein paar Tagen mit den Amerikanern den Atomsperrvertrag auszuhandeln. Und nun ist er verschwunden und nun machen wir wieder Scheiße auf dieser Welt. Ich bedanke mich für euren Moment Ruhe. Wir werden dem Gorbatschow eine Freude machen, wenn wir unsere Kanone zünden. Die schießt Blumen. Ja, das ist ganz wunderbar. Ich überlege eben, wie könnten wir denn das machen, dass sie das unten mal allen zeigen. Wir zeigen das allen, den sie wollen. Aber sie haben doch hier sowieso schon alle eingesteckt. Das sind doch alles, ja, Leute, die für einen Frieden sind. Die bei aber, euch nur, sind. Aber nur, na, wohl das müsste sein. Ja, ja, ja. Also ich kann es nur gratulieren. Ja? Ganz toll, was sie hier machen. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, und jetzt schmeißen wir das quasi noch ein und fahren dann noch eine Runde mit. Das ist so die ganze Show, die wir machen. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, da war unser Gedanke, ob wir sie da vielleicht überreden können, dass wir sie ein Stück mitnehmen mit unserem Motorrad. Und wie gesagt, wir würden sie aber auch abholen hier oder so. Das wäre auch kein Problem. Ja, also wenn sie sich das, sie können gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen, aber wir würden uns wahnsinnig freuen. Also wenn wir da irgendwas hinkriechen, weil sie einfach der Friedensbote Nummer eins für uns sind hier aus der DDR auch. Aber wissen Sie, ich gebe Ihnen meine Botschaft mit. Das, ich komme selbst nicht. Machen wir gleich mal ganz klar. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Mhm. Und ich fürchte mich davor, vor der Öffentlichkeit plötzlich zu versagen. Mhm. Ich habe bisher immer ganz gerade gestanden und habe alles gepackt, alles geschafft. Mhm. Ich habe viele Veranstaltungen wirklich gemacht. Mhm. Aber ich sage mir auch, jetzt ist irgendwo die Grenze erreicht, ist Schluss. Also wer hier sowas Schönes auf die Beine stellt, gucken Sie mal, das gebe ich Ihnen mit. Und zwar, das ist das Neueste, was ich gemacht habe. Ich habe hier ein ganzes Büchlein rausgegeben, nicht? Wir wollen Frieden. Und seit dem ersten Tag, wie in der Ukraine der Krieg, das ist ja ein furchtbares, nein, ich fasse das heute noch nicht, dass das passieren musste. Mhm. Da habe ich mein erstes Gedicht geschrieben. Jeder Krieg ist ein Verbrechen. Ja. Und das im Internet sind die Gedichte alle da. Und das hatte so einen Zuspruch. Da habe ich ganz viel Post bekommen, Anrufe. Die haben sich bedankt. Die Menschen bewegt das alle, ja. Und keiner versteht, dass man nicht mal sich miteinander unterhalten kann. Und dass wir es als Deutschland auch auf eine Seite stellen, ja, und nicht vermitteln, ja, zwischen den
für zwischen den Gangstern da. Ja. Und eine ganz große Freude ist auch jetzt wieder, und ich kann eben nicht mehr, das ist bei mir der Punkt erreicht, wo ich sage, ich freue mich, dass man mich nicht vergessen hat. Ja, das ist, ganz das ist klar, auch schön, genau. Aber eben einmal ist bei mir die Grenze erreicht. Aber solange ich meine Stimme noch habe, dann sage ich auch meine Meinung. Das ist ganz wichtig und toll. Ja. Und deshalb, ich habe dieser Spruch, hütet den Frieden. Das ist das, was ich immer wieder sagen will. Und da haben die in Polen einen großen Stein aufgestellt, ein Friedensdenkmal. Und da ist dieser Spruch in Deutsch und in Polnisch eingraviert. Ganz wunderbar. Ja. Ja. Das Schlimme ist, dass es so wenig Wirkung hat bei den Leuten, die es zu verantworten haben. Ja. Und dass die immer wieder einen Grund finden, die dümmste Erklärung, dass es ohne Krieg nicht geht. Ja. Ja. Und wenn ich unsere Politiker höre, ja, wir müssen da noch mehr Waffen... Sie haben eben ein schönes Wort gesagt, die dümmsten Erklärungen. Ja, ja. Das unterstreiche ich. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Ja, und es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht? Und das ist ja im Kleinen wie im Großen. Und das ist ja das, was ich Gott sei Dank miterlebt habe, was meine Frau im Kindergarten den Kindern von 1960, so lange war sie im Kindergarten, jeden Tag klar gemacht hat. Ihr vertragt euch, ihr gebt euch die Hand, dann teilt euch die Spielsachen, erst spielst du mit dem Auto, dann lädst du auf, dann lädt der auf. Mhm. Und keiner hat dem anderen einen größeren Knüppel gegeben, dass sie sich da hätten raufen sollen. Ne? Mhm. Und es war so einfach. Und wir waren ja beseelt. Ich muss ja sagen, wenn wir uns mal zurückerinnern, Deutschland war bis zur Wiedervereinigung das Waffenlager der ganzen Welt. Ja. Ja. Jeder hat seine Raketen hierher gestellt, auch wieder mit blöden Gründen. Und als dann die Wiedervereinigung kam, und der Zaun wegkam, und da habe ich habe geweint. Ich habe gedacht, jetzt haben wir es vielleicht geschafft. Zumindest im Osten haben sie ja alle Waffen weggeräumt. Und da haben wir den Gedanken gehabt, dann sagen wir, gut, aus dem restlichen Militärkram, der noch rumliegt, bauen wir ein Symbol für den Frieden auf der Welt. Und haben also alle Militärgelände abgesucht nach Teilen. Rote Armee, Volksarmee, Grenztruppen der DDR, Bundeswehr, NATO, Erster und Zweiter Weltkrieg und haben das alles miteinander verschweißt, um damit ein Symbol für den Frieden zu bauen, so ähnlich wie ihr Stein da in Polen, dass es einfach vergegenständlicht ist, der Gedanke für immer irgendwo fixiert ist. Ja. Und wir waren wirklich, ich muss sagen, ich war der felsenfesten Überzeugung 1994, jetzt haben wir es geschafft. Die trinken zusammen Kaffee, die sich vorher bekriegt haben. Der Gorbatschow hat ruckzuck da in Amerika alles ausgehandelt. Das ging auf einmal alles wie am Schnürchen. Ja? Und auf einmal kommt wieder irgend so ein Kasperkopf und erzählt was anderes. Und die Massen hier, das haben wir ja alles in der Schule gelernt. Ja. Wir haben das 1950 in der Schule schon gelernt, was Kapitalismus ist. Und wir tragen heute... Da haben wir das Gleiche, was Sie vorhin gesagt haben, die Weisheit des Lebens. Nicht? Wir tragen heute, ernten wir die Früchte von dem Quatsch, der hier in den letzten 20 Jahren gemacht wird. Und das wird bitter. Das ist ja noch nicht zu Ende. Ja, und wenn ich das also gesehen habe, hier auch auf der Weltklimakonferenz, dass da die Karibikstaaten, die Chefs mit Tränen in den Augen nach Hause gefahren sind, weil keiner zuhört, dass ihnen das Wasser schon hier steht und die westliche Welt weiterhin produziert ohne Ende und wegschmeißt. Keiner flickt mehr eine Hose, keiner stoppt mehr einen Strumpf, wird gar nicht angezogen. Ach, ich nehme es erstmal mit und dann wird es in eine Tonne getreten. Wir schmeißen die Hälfte der Lebensmittel weg. Wie weit soll denn das hier noch gehen? Und dann kommen Leute wie Sie oder ein paar andere und erheben ihre Stimme mit hier. Ja. Und mit ausreichendem Grundschulverstand, ohne Bachelorabschlüsse und Doktortitel. Einfach mit dem Herz und mit der normalen Bildung unserer Eltern, die sie uns übertragen haben. Mehr haben wir doch nicht. Ja? Und heute, da haben sie alle 1000 Doktortitel und machen nur Quatsch. Und ich sage mal wieder, für mich ist das nicht so, für mein Leben. Ich sage, ich habe ein super Leben gehabt.
mir ging es mindestens 50 Mal besser als meiner Mutter und 200 Mal besser als meinen Großeltern. Aber ich habe 5 Urenkel und Kinder und Enkelkinder. Und wir ruinieren diese, und wir haben so ein schönes und reiches Vaterland. Und wir trampeln es in Dreck, grundlos. Sagen Sie mal, Sie brauchen mich nicht. Er ist ein großartiger Botschafter. Nein. Was Sie so hier einfach von Herzen sagen, das ist so richtig. Und das ist so wahr. Und das müssen Sie eigentlich weitertragen. Ja, Sie aber auch. Da fassen wir uns unter den Arm. Ich hab meine Pflicht getan. Ja, nein, mehr als die Pflicht. Das ist keine Pflicht. Ja. Sehen Sie, und das Gedicht, das gebe ich Ihnen auch mit. Ja. Ich freue mich so sehr darüber, dass Sie in diesem, dass Sie das Alter erreicht haben und auch noch, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, alle Tassen im Schrank haben und auch das noch genießen können. Ja. Ja, da freue ich mich so drüber, weil das ja auch, naja, man kann sagen, Geschenk Gottes ist oder was weiß ich, es ist auch das Produkt Ihres Lebenswandels. Ja. Ja, sonst wären Sie auch nicht bis hierher gekommen. Ne? Und wenn Sie diesen Optimismus nicht hätten und verbreiten würden und die Resonanz, ja, genau, wie viel, so ist es. Wie viele Leute leben denn in diesen Zirkeln, wo sie denn noch Kreuzworträtsel machen und nachmittags hier Kaffeetanz? Das ist ja nicht die Erfüllung, wenn man dann überlegt, was aus so einem kleinen Kopf noch alles rauskommt. Bei Ihnen kommt man hier ins Zimmer und denkt, jetzt hat einer eine Firma noch am Lauf. Wahnsinn. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier heute bei Ihnen sitzen darf und diese Zeit mit Ihnen verbringen darf. Aber genau, stimmt das beiden. Nicht? Ja, und wissen Sie, ausgerechnet eine Pfarrerin hat das jetzt in Nordhausen vorgetragen und hatte ganz viel Beifall. Also die Kirche, habe ich mich sehr gefreut. Ja. Ich war erschüttert. Ich war voriges Jahr zum Geburtstag meiner Schwester. Die ist 87. Und ich habe... Als die Russen über die Grenze gegangen sind, da habe ich zu meiner Frau gesagt, hoffentlich sind die Ukrainer so schlau und hängen die weiße Fahne raus. Ja, und? Ja, das habe ich beim Geburtstag meiner Schwester auch in einer Kaffeerunde erzählt. Ja. Da saß ein Pfarrer. Was wissen, was der gesagt hat? Ja, Niebel, ich kann Sie überhaupt nicht verstehen. Ich möchte lieber tot sein, als in der Sklaverei leben. Ein Pfarrer. Ich habe den ganzen Abend darüber, als ich zu Hause war, noch darüber nachgedacht, wie kann ein Mensch, der diese Weisheit verkünden soll, von Liebe, Nächstenliebe, du sollst nicht töten. Ja. So. Ja. Und wissen Sie, das war hier vor kurzem, wo man den Papst angegriffen hat. Weil der Papst gesagt hat, haben Sie das auch mitverfolgt? Ja. Ich habe sehr verfolgt. Oder? Da steht nächsten Tag in der Zeitung, die haben den Papst angegriffen, was der gesagt hat. Ja. Ich sage, er hat nur das 5. Gebot vor sich gehabt. Ja. Du sollst nicht töten. Ja. Genau. Ja. Wo sind wir manchmal angekommen? Ja, und dann ist ja die Frage. Da versuchen sie gleich den schlecht zu machen und dass er nicht mehr alle beisammen hat und da wird er gleich als Recht hingestellt. Ja, ganz schlimm. Und das ist die Frage. Wer traut sich, das zu sagen? Was? Ich traue mich. Ich auch. Ja, wir alle. Ja. Aber du siehst, wie eingeschüchtert diese vermeintlich freie Welt ist. Ja? Jeder hält seine, die nicht moderne oder nicht zeitgemäße Meinung zurück, statt einfach mal was zum Denken zu geben. Dann Leute, lass doch mal hier und hier mal ein bisschen zusammen. Wie kriegen wir das in der Reihe? Ja. Ja. Und das, wir haben jahrelang Ukraine-Hilfe gemacht, nicht? Das sind alles nette Menschen, Nette Menschen, die dir das Herz, ich habe früher einen Elektrobetrieb gehabt und habe viel für die Energiewirtschaft gearbeitet. Und die Energiewirtschaft hatte in der DDR super Arbeitsbekleidung, weil die ja im Winter und Wetter raus mussten. Mhm. Und mein Bekannter hat mich angerufen und sagte, du, wir müssen das alles wegschmeißen, weil das keiner mehr anziehen darf, wir kriegen jetzt vom Westen. Haben wir das alles mitgenommen in der Ukraine. Und ich sehe das Bild heute noch, werde ich nie vergessen. Wir fahren in so ein Dorf rein, da sitzt so ein altes Mütterchen mit einem Regenschirm, der gar kein Regenschirm mehr ist, nur noch die Rippen und kaputter Stoff. Sitzt da auf so einem Baumstucken und hütet 2 Kühe. Und da haben wir angehalten, dann habe ich aus den Arbeitsschutzbekleidungen, die wir mit hatten, eine lammfellgefütterte Regenjacke von hinten der Oma über die Schulter gehängt. Da lief das Wasser hier raus. Ne? Ja. Ja.
Und das ist so einfach. Ja, wir haben alle viel mehr, als wir brauchen. Wir könnten alle teilen. Die Frage ist ja nur eins, es muss auch jeder die Hände aus der Tasche nehmen. Ja? Wir können ja nicht alle Welt hier mit durchfüttern, und wollen. Das haben wir doch alle gelernt, ob wir Kinder waren oder nicht. Wir mussten damit zu Hause helfen. Und darum ist das geworden aus uns, was wir heute sind. Ja? Und das tut so weh, dass diese kleine Selbstverständlichkeit aus der Familie überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr hat. Ja? Leider. Ja, und meine Frau sagt immer, was soll aus den Kindern werden? Ne? Wir nehmen den Kindern jegliche Chance auf, was stolz sein zu können, wo sie sagen am Abend, das habe ich heute gemacht. Ja. Entweder ich habe der Oma geholfen, das war bei uns ganz normal. Die Oma wurde bei uns im Haus alt und ist dann auch gestorben. Ja. Wenn wir von der Schule kamen, dann hat Oma gerufen, lad mal die Tür oben, ich will mal mit dem Tau hören. Verstehen Sie ein bisschen platt? Ja. Klar. So. Und dann, nachdem, dann bring mich mal einen Kaffee und dann mag man die Tür bei der Tau, ich will noch mit dem Schlafen. Und die war immer im Leben drinne. Ja. Und das war auch ganz einfach geregelt. Ja. Wer die Oma genommen hat, der hat das Haus gekriegt und das Konto. Da brauchte nicht 3 Jahre Erbschaftsstreitigkeiten sein. Das war da ganz einfach. Es waren alle so selbstverständlich. Genau. Ha? Wo auch jeder mit zufrieden war. Was auch menschlich und moralisch war, ja. Ja, ja. Ganz ja. Normal. Aber hinterher zu sagen, hätte ich mal nach Hause geholt und hätte ich nicht zweimal mehr in der Woche Besuch, das wird dir ein Leben lang auf der Seele liegen. Ja? Und das sind, wie gesagt, die ganz banalen Sachen, die von hier ausgehen. Ne? Und da haben wir ja, ich nehme sie jetzt mal mit rein, eigentlich, wenn wir es jetzt rückblickend betrachten, ein schönes Leben gehabt. Ja. Ja. Obwohl wir keine Spielzeuge hatten. Nein. Ja. Und nicht jede Woche ein neues Kleid und nicht 5-mal nach Teneriffa im Jahr gefahren sind. Mein Opa war nicht mal auf dem Brocken und der war nicht unglücklich. Das ist diese Bescheidenheit, die in uns sitzt. Ja. Und die ist gut. Ja. Die ist wunderbar. Ja. Die habe ich mir erhalten und Sie auch. Ja, das haben wir gestern auch ins Netz gestellt. Das kennen Sie sicher auch, das Lied. Da haben wir einen kleinen Clip zu ihm gemacht. Über allen strahlt die Sonne, über allen in der Welt. Alle Kinder wollen Frieden, Frieden, der das Glück erhält. Oh, und Glück. Ich will doch spielen auf der Erde jedes Kind, ob nun seine Eltern schwarze, gelbe oder weiße sind. Darum höret unsere Bitte, hütet gut den Frieden ihr, dass die Kinder aller Länder froh und glücklich sind wie wir. Das ist auch so ein schönes altes DDR-Lied, das haben wir, damals ja auch immer gesungen, ja. Aus voller Brust, ja. Und da kriegt man heute noch Gänsehaut, wenn man dieses Lied hört, ja. Und dann haben wir es auch einfach hier mit ein paar Bildern jetzt ins Internet mal gestellt. Und es sind so viele Menschen, die sich daran erinnern und sagen, Mensch, wie schön war das, diese Zeit. Und nur von Frieden eigentlich erzählt, obwohl das ja auch damals mit diesem Kalten Krieg war, ja. Aber die DDR hat sich immer zurückgehalten und hat gesagt, wir müssen alle Frieden miteinander halten, mit allen Ländern, ja. Das wurde uns als Kindern alles erzählt, von klein auf, ja. Und da ist man noch so aufgewachsen, ja. Und heute wird nur noch von Panzern und von Krieg erzählt, ja. Das ist wirklich so traurig. Und deswegen sehen wir da uns doch noch mehr in der Pflicht, dass man das alles ein bisschen rüberträgt und auch und erhalten. Und auch wenn so viele Menschen zusammenkommen, das einfach mal an der richtigen Stelle sagt, weil es gibt einfach zu viele, die Schnute halten, ja. Und alle sagen, kannst du nicht sagen, um Gottes Willen, komm mal in Teufelsküche, ja. Ist doch nur menschlich, dass man Frieden will, ja. Ja, dann kommen ja auch immer diese Kommentare, das gehört hier nicht her, wir wollen uns amüsieren. Das Leben ist nicht nur amüsieren. Ne? Nein, ganz und gar nicht. Ja? Ganz und gar nicht. Frau Schirmer, es wäre schön, wenn Sie jetzt nochmal so ein Statement an unsere Besucher geben könnten, was wir an dem Tag vielleicht einspielen. Wir müssen sich jetzt vorstellen, wir stehen auf dem großen Motorrad, kurz bevor wir die Friedenstauben fliegen lassen und Ihr Lied auch gern dazu spielen und dass Sie vorher nur nochmal eine Grußbotschaft an unsere Besucher senden, vielleicht, das wäre super, weil sie leider ja nicht dabei sein können. Aber wir denken alle ganz fest an sie, wenn wir singen. Also
Eine Botschaft, die kriegen Sie auf jeden Fall. Ich meine, ich sage ja immer wieder, meine beste Botschaft seit 75 Jahren fliegt um die Welt. Und der habe ich nichts hinzuzufügen. Das war damals mein Gedanke, lasst uns im Frieden leben. Nie wieder Krieg. Und der Gedanke ist heute noch ganz, ganz wichtig für mich. Und deshalb sage ich das auch immer wieder. Und nehmen Sie das mal hin. Das Heftchen habe ich für meine Friedensfreunde gemacht. Wir wollen Frieden, und zwar als der Krieg ausgebrochen ist. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie können wir deutlich werden, dass wir den Frieden wollen und keinen Krieg. Da habe ich das Heftchen zusammengestellt. Und das ist weit, weit gegangen. Lösch die Kriegsfackel. Mhm. Am 25. Februar, am 24. war der Krieg ausgebrochen. Mhm. Ich habe es nicht glauben wollen. Wahnsinn. Ich habe es nicht glauben wollen. Es kann doch wohl nicht sein. Haben das sich gleich am nächsten Tag hingesetzt und geschrien. Sehr schön, ja, das haben sie schön gemacht. Ist das nicht wunderbar? Das sind polnische Kinder. Jeder Krieg ist ein Verbrechen. Und dann hört auf die Kinder, hört endlich auf. Mhm. Was glauben Sie, wie die immer, wenn ich, die habe ich alle selber erst noch vorgelesen. Ne? Es war totenstill. Ja. Dann, ja. Ja, aber man sollte sie mal den ganzen Kriegstreibern vorlesen. Ja, habe ich ja auch einen Papst noch drin. Ja, habe ich schon gelesen. Ja, ja. Also das hat mich so empört. Ja, das, so schäbig. Also so schäbig. Was? Ja, ja, so schäbig. Nein. Aber da sehen Sie, wie... Das Heftchen können Sie mitnehmen. Das ist ja mit Dieter Haller vorne jetzt auch, der hat sich ja auch getraut. Der hat über den Gazastreifen diesen Bericht gemacht. Ja. Den verurteilen sie nun auch, ja, dass er nicht mehr ganz klar im Kopf ist und ein bisschen verwirrt. Ja. Nur weil er sich für den Frieden einsetzt. Ja. Aber da sieht man die Arroganz, ne? Die Arroganz der Dummheit. Ne? Genau, Dummheit. Ja. Das ist die Arroganz der Dummheit. Dummheit und Geld verdienen mit Rüstung. Ja. Das ist das. Die Dreistigkeit, sich dahin zu stellen und dann diese Leute, die in der Welt auch was bewegt haben, ob es der Papst ist oder ob der Fall davon, einfach zu denunzieren, nur weil sie anderer Meinung sind. Und da siehst du aber, wie gefährlich das auch ist. Ja, natürlich. Ja? Es ist ja nicht nur, dass da einer was macht. Die Gefahr ist ja da, dass zu viele Leute da hinterherlaufen wie die Rattenfänger. Ich nehme das gerne mit. Nehmen Sie das gerne mit und lesen Sie, suchen Sie jemanden, wenn Sie nicht selber, obwohl Sie könnten es auch, die können die Geschichte vortragen und damit bin ich vollkommen mitten unter Ihnen. Nicht sehr persönlich, schön. Aber mit meinen Gedanken. Da freuen wir uns auch. Na? Sehr schön. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle ein endloses Dasein in der Form, wie sie heute noch sind. Die Welt braucht sie mehr denn je. Noch ein bisschen weiter. Das wünsche ich mir selber. Ja. Und ich meine, was ich noch machen kann, ich empfange sehr viel Leute hier bei mir, so wie Sie. Auch, ich freue mich, wenn man mich besucht, wenn man mich nicht vergisst. Ja. Und da geht es für mich immer noch ein bisschen weiter. Ja. Und Sie waren ein sehr angenehmer Besuch. Da freuen wir uns doch. Gut. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit aus unserem Garten mitgebracht, unsere fleißigen Bienen. Ja, die tragen immer den Honig mit einem kleinen Eimerchen bei uns da in unser Bienenhaus rein. Und da haben wir ihnen einen kleinen Gruß aus Zilli mitgebracht. Ich möchte sie nochmal ganz doll drücken. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Lied und für diese, dass wir hier zusammenkommen durften heute mal. Ja. Und noch mal auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank. Ja. Ja, freue ich mich drüber. Hat großen Spaß gemacht. Behalten Sie Ihre Gesundheit und Ihren Frohsinn. Ja. Ja. Darf ich? Aber natürlich. Danke. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die. Natürlich eine Bereicherung. Für die vielen freuen wir uns. Wir danken. Ja. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass er so gut wie möglich beieinander bleibt. Ein Schutzengel. Ja. Und ich denke mal, es geht Ihnen ja auch hier im Heim ganz gut. Hier sind Sie sicherlich gut aufgehoben. Ne? Jeden Freitag habe ich einen großen Chor. Ja. Da singen wir. Ach, ja. Cool. Schön. Kommt auch. Mal schauen wir. Bleiben Sie so aktiv. Ja.
Alles Gute. Gesund und fröhlich bleiben. Ja? Danke, danke. Und wenn ich, in Australien wird's gesungen, in Finnland wird's gesungen, ich habe die Übersetzungen, in Kenia, ach, ich könnte stundenlang. Aber das ist doch so schön, oder? Ja, ja. Und da sehen Sie, wie brandaktuell dieses Thema auch ist, ja, und wie die Menschen sich auch alle danach sehen. Ja. Es ist heute noch genauso traurigerweise wie zu der Zeit, als Sie das Lied geschrieben haben. Ja. Ja, wir können gerne mal mit der Heimleitung sprechen. Wir machen das gerne mal hier eine kleine Vorführung bei Ihnen auch, eine Friedensvorführung, kein Problem. Ja, können wir immer drüber sprechen. Dann treffen wir uns alle in gemütlicher Runde wieder. Ja, wenn ich mit runterkomme. Können wir so machen oder so machen? Wir können auch telefonieren oder wir können das irgendwie machen. Nein, ich finde das besser alleine. Ja, ja, und wir telefonieren nochmal. Sie haben doch hier Ihren Anschluss. Ja. Wir rufen nochmal durch. Glaub, das wird unsere Leute alle interessieren. Da war am Sonntagnachmittag, da ging es mir ganz dreckig. Also da hatte ich ganz schlimme Herzbeschwerden. Da klopft's und ich wollte erst gar nicht aufmachen, klopft's nochmal, bin ich doch hin und da stand eine junge Dame da aus der Rhön mit der Harfe. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Ja, sie wollte mich kennenlernen, sie bedankt sich für das Lied. Wahnsinn. Und sie wollte mir auf der Harfe was vorspielen. Also mir standen die Tränen hier oben. Ja. Und da habe ich gesagt, ich freue mich, ich danke Ihnen, aber nicht mir alleine. Nein, wir gehen jetzt runter und trommeln ganz viele zusammen und für viele werde ich. Herrlich, das herrlich. War Sonntagnachmittag. Ja. Die haben unten, sofort war der Saal voll, die kamen mit ihren Rollstühlen, in die Schwestern schoben, die alten behinderten Leute. Herrlich, und das war der Saal voll und die junge Dame, die wusste nicht, was sie sagen sollte. Ja. Und da haben sie andächtig gelauscht und da hat die gespielt auf der Harfe und auf einmal sagt sie, wollen Sie mit mir singen? Ja, die Friedenstaube. Aber das ist doch so schön, oder? Das sind so Höhepunkte. Das ist so schön, ja. Das schafft kein Rockmusiker, sowas. Das ist ein Lied so lange. Sie lassen sich den Honig schmecken? Ja, bis vielleicht mal wieder. Genau, wir lassen uns mal wieder sehen. Alles Gute. Alles klar, ja. Bis denn, ja, ciao, ciao. Solche Leute brauchen wir. Viel Gesundheit, ja. Tschüss. Tschüss. Ja, Hochachtung, oder? Vor dieser Frau. Und die sieht auch nicht aus wie 97 und spricht auch nicht so, oder eher wie 65. Also absolut faszinierend für uns gewesen, auch die ganze Einstellung, dass die Frau auch noch so viel Macht hat. Ja, die könnte sich auch ein bisschen setzen und könnte sagen, ach, ist mir ganz egal. Nee, jeden Tag verbringt sie diese Gedanken mit Frieden und wie man das eventuell hier auf der Welt alles ein bisschen in die Richtung lenken könnte. Und du sitzt da und hörst ihr zu und überlegst, warum solche Menschen nicht an der Stelle sitzen, die momentan hier diese Kriegssäbelagen lenken. Wir fahren jedenfalls voll mit auf der Schiene, die Erika da fährt. Und ich denke, ein Großteil von euch auch. Und lasst uns alle zusammen gegen die Kriegstreiberei auf der Welt und aber auch hier im eigenen Land was tun. Und auch unser Festival steht dieses Jahr im Zeichen des Friedens und wir haben unsere Friedensdaumen jetzt schon so weit, dass sie auf dem Motorrad sitzen bleiben und wollen die natürlich auch an dem 25. und 26. Mai hier zusammen losfliegen lassen, damit sie unsere Botschaft auch in die Welt hinaustragen. Seid mit dabei, kommt hier nach Zilli, Bikeschmiede Festival, 25. und 26. Mai, Wochenende nach Pfingsten. Rock'n'Roll!